season, your personal goals for the team. How do you feel when the season starts? Yeah, I'm very positive right now. I think, you know, obviously we brought in a lot of new guys. There's maybe three guys that people recognize from last year, but at the same time, you know, everybody has a great attitude. I think we got workers and people that are willing to work hard, and you know, I'm very positive. I think we could do a lot of good things in this league. The league itself, I feel like, has gotten better at the top end too. There's a lot of teams bringing in big time players, but you know, we're going to keep up with that trend. And we brought in experienced and, you know, well trained guys, so I think we'll be all right. Ansonsten gehe ich mit der Erwartung in die Saison, dass es eine riesen Herausforderung wird für uns alle. Gerade für die Leute, die die letzten zwei Jahre mitgemacht haben und an Titeln geschnuppert haben und wirklich einen riesen Höhenflug hinter sich haben. Ist natürlich bei einem Umbruch und mit einer neuen Mannschaft muss man sich immer wieder ermahnen, nicht die gleichen Erwartungen zu haben, die man im letzten Jahr hatte. Wir müssen erstmal kleinere Brötchen backen und es schaffen, dass wir wieder zu so einer Einheit werden, wie wir das vorher waren, und das wird einige Zeit brauchen. Was heißt das? Ist das eine coole Extra-Motivation? Freust du dich drauf? Ja, ich freue mich natürlich drauf, aber ich glaube, bei so einem beim ersten Saisonspiel, das ist sowieso immer was Besonderes. Da ist so viel los, dann auch auswärts. Da ist es eher eine Begleiterscheinung, dass wir ihn sehr wiedersehen. Ich freue mich natürlich. Er wird es auch sicherlich probieren, uns ein paar einzuschenken, aber ansonsten ist natürlich erstmal Saisonauftakt wichtiger als das Wiedersehen mit Alsersborn. Ja, in der Offense hatten wir immer wenig Schwächen ausgemacht, das Problem. Wir können ihn in der Verteidigung vielleicht mit Backdoor-Cuts überraschen. Da schläft er manchmal ganz gerne. Aber ansonsten, ja, ist natürlich, Alsersborn ist ein Spieler, da kannst du genau wissen, was er macht, aber wenn er einen guten Tag erwischt, dann kannst du es trotzdem nicht verteidigen. Und von daher wollen wir ihn von Anfang an auf den Füßen stehen, dass er sich nicht wohlfühlt. Weil wenn er sich einmal wohlfühlt, dann ist es schwierig. You know, Isaiah is a great guy. He was here my first year in Europe. I learned a lot from him. And you know, he's going to come out aggressive playing his old team and trying to show, you know, his game off for sure. And he's a one-man wrecking crew when he wants to be, so we got to be ready for him. I don't know if you can stop him. You can just hope to slow him down a little bit and, you know, maybe take his ability to make plays for other teammates out of it. But you know, he's going to get his points. He's probably going to get his assists. He's going to be trouble, but you know, it's a team game, and we're hoping to come out on top in that one.